Kalles Halbzeit wird präsentiert von Partyhelden, dein Partyausstatter in Hamburg. Willkommen zu Kalles Halbzeit in Verlies, ihr Amateure. Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile 47. Ausgabe von Kalles Halbzeit hier im Verlies. Und wie immer an meiner Seite Niklas Heiden. Hallo Kalle. Und wir haben heute drei interessante Gäste. Und zwar einmal Michael Funk, Sponsor bei TuS Tassendorf. Und er macht auch viele soziale Projekte. Und unser zweiter Gast ist jemand aus der Landesliga, nämlich Jörn Großkopf, Trainer vom FC Türkei. Und mit ihm werden wir darüber sprechen, was an der Landesgrenze im Moment so los ist. Und dann haben wir nach langer Zeit mal wieder einen HSV-Profi aus erfolgreicher Zeit, und zwar Carsten Kober, der mittlerweile Präsident und Trainer ist beim SC Vorwärtswacker Billstedt. Ja, mein lieber Michael Funk, ich freue mich, dich hier heute begrüßen zu dürfen. Hallo. Du bist ja nun schon seit einigen Jahren der Hauptsponsor, würde ich mal sagen, bei TuS Tassendorf. Und was unterscheidet dich als Sponsor bei dem Fußballverein von manch anderen Sponsoren in den Vereinen hier in und um Hamburg? Ja, mit 51 Jahren habe ich nun 45 Jahre die Vereinsmitgliedschaft. Also ich habe als Sechsjähriger mal angefangen, dort erfolglos Fußball zu spielen. Habe dann mit 14 meine fußballerische Karriere beendet und dann in der dritten Herren irgendwann wieder mal gestartet. Dann den Jugendtrainer gemacht, Jugendobmann. Und als Fußballobmann und dann irgendwann als Sponsor meine Funktion gefunden. Und das unterscheidet mich vielleicht zu anderen Sponsoren. Dass du direkt aus dem Verein selber kommst. Ihr seid ja auch nachhaltig sehr erfolgreich. Ja? Ja. Woher kommt das? Wie glaubst du, das der Erfolg zu beschreiben? Na, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man weiß, wohin man gehört. Und unsere Wunschliga war halt immer die Oberliga. Und wenn man dort ankommt, dann gilt es, das zu bestätigen, dass man in diese Liga gehört. Und Eintagsfliegen, um mal ein Jahr Regionalliga zu spielen, kommt für uns nicht in Frage. Wir denken da wirtschaftlich, nachhaltig. Und ja, das honorieren unsere Sponsoren, indem sie über Jahre bei uns bleiben. Wie wichtig ist für so einen Erfolg auch die Konstante in den Funktionärsebenen? Das ist schon sehr wichtig, weil, wie gesagt, die Sponsoren, die arbeiten seit Jahren mit unseren Leuten dort im Marketing, in der sportlichen Leitung zusammen. Ob es jetzt eine Alex Knoll oder ein Jan Schönteich ist, der nun selber bei uns gespielt hat, Trainer war, rausgeschmissen wurde, wiederkam. Und man mag sich und man mag den Verein und die Sponsoren kennen die Leute und sie wissen, wenn Vereinbarungen getroffen werden, dass diese Personen, die diese Vereinbarung treffen, auch dann nächstes Jahr noch da sind. Das ist schön. Nun gibt es ja durchaus viele Kritiker, die immer wieder sagen, warum macht man das überhaupt? Jedes Jahr wieder Oberliga und so. Wo liegt da für dich der Reiz drin, jedes Jahr wieder eine Oberligamannschaft an den Start zu bringen und eigentlich jedes Jahr auf sein T-Shirt schreiben zu können, kann uns mal bitte jemand das Wasser reichen? Ja, das ist ja nicht gegeben. Wir fangen ja jedes Spiel bei Null an. Es stehen uns 11 hochmotivierte Gegner gegenüber. Und das ist nicht so einfach, nur wenn man gute Fußballer hat, dann auch eine gute Platzierung am Ende des Jahres zu erzielen. Also ein ganz großes Lob an unseren Trainer, an unser Trainerteam. Und das ist eine sehr schwierige Aufgabe. Ich glaube nicht, dass es in der Oberliga viele Trainer gibt, die sich das zutrauen würden, so eine Mannschaft zu trainieren. Und darin liegt sicherlich die Hauptaufgabe. Und es ist nicht gegeben, jedes Jahr Meister zu werden oder Pokalsieger zu werden. Gerade Pokalsieg hat immer viel mit Glück auch zu tun. Und auch eine Meisterschaft ist sehr lang. Nun ist es ja trotzdem so, dass ihr viele Möglichkeiten hattet, in den vergangenen Jahren aufzusteigen und das auch hätte tun können, sicherlich auch rein finanziell. Warum habt ihr euch trotzdem dagegen entschieden? Also rein finanziell kann ich schon mal ganz klar sagen, nein. Die Möglichkeit hatten wir nie. Und diese Möglichkeit werden wir auch in den nächsten Jahren nicht haben. Es fängt mit der Infrastruktur an, die dort dann verlangt wird in der Regionalliga. Und wir denken langfristig.
Da hilft es uns auch nicht, dass man ein Jahr eine Überbrückungszeit bekommt und dort in einem Ausweichstadion spielen kann. Also wir denken langfristig, und langfristig ist unter den Bedingungen der vom DFB halt dort geforderten Kriterien ist es nicht möglich, in Dassendorf Regionalliga-Fußball zu spielen. Und wenn wir Regionalliga-Fußball spielen würden, wäre da Schluss, dann könnten wir nicht Dritte Liga spielen. Also jeder, der in die Regionalliga aufsteigt, der muss bereit sein, auch dann weiter aufsteigen zu können. Das heißt, das Thema bleibt weiterhin bei dem jetzigen Stand, wie es ist, oder kann es da schon sein, dass es da nochmal... Das kann nicht sein, ist ausgeschlossen. Wenn man sich das mal anschaut, ihr seid in der Oberliga, habt aber eine wirklich eine Riege von namhaften Ex-Bundesliga-Profis. Ich darf nur mal an Martin Hanek denken. Genau, Martin. Und wie kommt es, dass diese Leute bei euch andocken? Ja gut, ich würde es nicht an Martin Hanek festmachen. Wenn man sich unseren Kader anguckt, dann wird man feststellen, dass da der eine oder andere deutsche Junioren-Nationalspieler dabei ist, dass da der ein oder andere, so wie mit Martin Hanek jetzt, ein österreichischer Nationalspieler, also wir haben sehr viele ehemalige Nationalspieler sogar dabei. Da muss man einfach auch mal sehen, dass jeder mit Fußball anfängt, weil er den Sport gut findet. Und das sollte ja nicht aufhören, wenn man die Profikarriere beendet. Gerade ein Martin Hanek, der so viel Freude und Spaß jetzt bei uns in der Oberliga hat, ist das beste Beispiel. Und ja, jeder Fußballer, der hat ja mit Fußball angefangen, weil er den Sport geil findet. Und da haben wir ganz viele Jungs, die das auch so empfinden. Und die können halt besonders gut Fußball spielen. Und die möchten auch mit Jungs zusammenspielen, die auch einen guten Ball spielen, die aber nicht zwingend danach streben, in die nächste Liga aufzusteigen, weil da könnten die meisten ja sowieso spielen. Oder also, haben sie auch gespielt. Ich finde das gut, ein ähnliches Beispiel ist ja auch bei Marcel Janssen, der wirklich Nationalspieler und jetzt beim HSV auch in der Oberliga spielt. Bei euch nicht so viel Erfolg hat, wenn er loslegt das Ganze hier. Nun ist es ja so, jetzt sagst du gerade, sportlich seid ihr ja sowieso wieder mal jenseits von Gut und Böse im positiven Sinne. Eure Konkurrenten müssen inzwischen ja, glaube ich, das Fernglas und die Rakete auspacken, wenn sie euch da oben sehen wollen, mit 40 Punkten an der Spitze. Ganz provokant gefragt, Double-Pflicht dieses Jahr? Nein, also Pflicht kann man vielleicht sagen, wenn man über die Meisterschaft redet, das sehen wir als Pflichtübung an. Weil da kann man auch mal ein schlechtes Ergebnis oder eine weniger gute Leistung oder eine besonders gute Leistung des Gegners mal verkraften. Das kannst du im Pokal nicht. Einmal im Pokal einen schlechten Tag erwischt und dann bist du raus. Also ein Double-Pokalsieg ist nicht planbar. Und natürlich werden wir beide Titel erreichen. Hm. Apropos Pokal, da kommt mit Altona 93 ein sehr angenockter Riese zu euch jetzt in der nächsten Runde. Was sind deine Gedanken? Seid ihr da klarer Favorit aus deiner Sicht? Also es ist ein Wunschgegner, absolutes Traumlos, weil wir natürlich dann zu Hause spielen können. Nun ist es in diesem Jahr nicht mehr der Fall. Sollte am 18.12. ja sein, ist nun verschoben worden aufs neue Jahr. Ist ein bisschen schade. Das wäre für uns nochmal ein Highlight gewesen, aber ein absolutes Traumlos. Und es ist ein Regionalligist, gegen den wir spielen, also eine Liga höher. Und Altona spielt dort, auch wenn das vielleicht von der Tabelle nicht so aussieht, doch einen sehr gepflegten, guten Fußball. Regionalliga-Fußball ist immer noch was anderes. Und ich würde sagen 50-50. Also, das sieht gut aus. Schönes, spannendes Spiel. Dann freuen wir uns auf die drei Pokalfinale. Was viele ja nicht wissen, du bist ja nicht nur Sponsor bei TuS Dassendorf, sondern du engagierst dich ja für verschiedene soziale Projekte und hast jetzt ein neues Projekt auf den Markt gebracht, und zwar einen Kaffee namens Clochard. Ja. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Ja, also Fußballsport ist das eine. Beginnt eigentlich damit, dass man Menschen beschäftigt und jeder wird irgendwie als Kind geboren. Und hat dann seinen Lebensweg. Der ein oder andere kommt dann von diesem Lebensweg ab und landet dann vielleicht auch auf der Straße. Und zu Corona hatten wir im letzten Jahr die Situation, dass wir in meinen Häusern Obdachlose aufnehmen durften. Und das hat uns zu einem
zu einem Projekt aufgerufen, dass wir gesagt haben, wie können wir nachhaltig nach Corona eigentlich dieses Thema Obdachlosigkeit angehen. Und da gab es verschiedene Ideen. Unter anderem möchte ich da unser Kaffeeprojekt, nämlich den Clochard Kaffee mit Herz, erwähnen. Und ich habe heute mal für euch als Geschenk Kaffee mitgebracht von der St. Pauli Coffee GmbH ins Leben gerufen. Unter info@st-pauli-coffee.de kann man diesen Kaffee erwerben. Und ein Drittel von dem Verkaufspreis bedeutet von der Kleintüte hier 3 Euro, gehen direkt in ein Obdachlosenprojekt eurer Wahl und von der Kilotüte sogar 10 Euro. Und ja, wir haben dort schon viele Spendengelder an die Caritas, aber auch an die Bergedorfer Engel, alle, die sich mit Obdachlosigkeit oder gegen die Obdachlosigkeit beschäftigen, Ali Maus und so weiter, Hinz und Kunz. Ihr könnt angeben, welches Obdachlosenprojekt eure Kaffeespende erhalten soll, wenn ihr diesen Kaffee kauft. Vielleicht als kleines Geschenk zu Weihnachten. Das ist ein schönes Schlusswort. Deswegen für euch einmal. Vielen Dank. Und dann haben wir noch eine Geschichte. Liebe Grüße von Ingo Anderbrücke, der von unserer Sendung gehört hat und der doch für die Obdachlosen in Hamburg im letzten Jahr über 2000 Paar warme Socken organisiert hat. Er hat in der Sendung das ja wieder versprochen. Und siehe da, diese Woche kamen 3000 Paar warme Socken an. Und Ingos Motto, und das hat er auch in seinem Buch geschrieben, das Runde lehrt das Leben. Darf ich einmal in die Kamera halten. Tolles Geschenk. Es geht nicht um Fußball, um die großen Erfolge, sondern es geht darum, was der Fußball den Menschen zeigen kann, lernen kann. Und Kalle, das Ding ist sogar für dich signiert. Oh, das freue ich mich auch sehr. Also für Kalle. Oh, dir. Mensch, recht herzlichen Dank. Bitte schön. Dafür danken wir uns recht herzlich. Das ist auch ein schönes Schlusswort jetzt für dieses Gespräch, weil Gutes tun ist immer gut. Und kurz vor Weihnachten, da machen das alles, aber ihr macht das ja über das ganze Jahr hinweg. Ja? Michael, wir bedanken uns recht herzlich für das nette Gespräch und für den Einblick in diese karikative Geschichte. Gerne. Mein lieber Jörn, schön, dass du da bist. Und für dich läuft es ja jetzt bei FC Türkei ganz gut im Augenblick, ne? Ja, wir sind auf einem guten Weg, muss man sagen. Also der Beginn war ein bisschen holprig, trotzdem erfolgreich. Wir haben bisher alles gewonnen, bis auf ein Spiel, was wir Remis gespielt haben. Insofern können wir absolut zufrieden sein momentan. Aber es ist noch ein langer Weg da, wo wir hinwollen. Viele deiner Vorgänger, die haben ja ein kleines Problem gehabt mit FC Türkei. Das ist ja, woran liegt das? Kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt ins dritte Jahr. Ich fühle mich da wirklich wohl. Es gibt natürlich immer mal Dinge, da muss man improvisieren, da muss man ad hoc auf bestimmte Situationen eingehen und das dann lösen. Aber das haben wir bisher gemeinsam ganz gut gemacht und ja, dementsprechend bringt das momentan sehr viel Spaß. Als Fußballlehrer, der du ja bist, und auch als Trainer hast du ja schon in der Regionalliga gearbeitet. Was hat dich dazu bewegt, jetzt in die Landesliga zu gehen? Und war das der richtige Schritt? Naja, das hat ja immer eine kleine Geschichte. Wir sind ganz Ohr. Man macht den Fußballlehrer, ne, hat so einen gewissen Plan im Hinterkopf. Der funktioniert aus bestimmten Gründen dann nicht so. Dann greift man vielleicht das eine oder andere auch mal ins Klo, wie man so schön sagt, und trainiert eine Mannschaft, wo es nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und irgendwann ist man dann in einer Situation, wo man sagt oder sich entscheiden muss, welchen Weg bestreite ich weiter. Und ich habe mich halt entschlossen, im Amateurbereich zu bleiben, weil die Trainerposition im oberen Bereich auch immer rar gesät sind und immer weniger werden. Naja, und dann ist das ja auch mal eine Geschichte von Angebot und Nachfrage. Wenn man einen Job hat, das dann aufzugeben für eine Viertligatätigkeit, wo man eventuell nach 1-2 Jahren dann wieder in der gleichen Situation steht, da muss man sich auch fragen in einem gewissen Alter, ich bin jetzt 55, wie es weitergeht. Und darum bin ich ganz zufrieden mit dem, was ich momentan so mache. Aber ich meine, du warst ja 4 Jahre Profi beim FC St. Pauli und hast dann auch 5 Jahre, ich glaube, die U19 und die U23 trainiert. Richtig? Ich habe 4,5 Jahre die U23 trainiert beim FC St. Pauli und 1,5 Jahre die U19. Glaube ich, relativ erfolgreich mit einem geringen Etat oder auch Aufstieg in die A-Jugend-Bundesliga. Aber das ist nun auch schon eine gewisse Zeit her. Ich habe ein bisschen was erleben dürfen. Genau. Ein bisschen was erleben dürfen mit Hessen Kassel,
mit Kfz, ja. Uerding, Kfz Uerding. Das war schon ganz interessant. War schon umtriebig, das ist ja richtig. Ne? Du, Kalle, ja gerade angesprochen, hast du eine schillernde St. Pauli-Vergangenheit. Wie beurteilst du denn die aktuelle Entwicklung, sowohl bei den Profis als auch bei der zweiten Mannschaft? Da läuft ja im Moment sehr viel richtig, oder? Ja, klar. Also ich bin begeistert. Ich bin immer noch im engen Kontakt zu Schulle, mit dem ich mich einfach gut verstehe. Ich finde, die machen das da hervorragend. Die haben ein bisschen Dinge umstrukturiert, ein paar Sachen anders gemacht und der Erfolg gibt es ja wieder, dass das, was sie da machen, wirklich auch alles Hand und Fuß hat. Freut mich außerordentlich und ich glaube, die sind auf einem sehr guten Weg. Spielen einfach auch richtig guten Fußball, haben einen breiten Kader, einen guten Kader, finden immer wieder Lösungen und sie spielen von vorne raus Fußball. Ich habe gestern aus Spaß einem Freund geschrieben, wo bleibt mein St. Pauli, was Gretsch, lange Bälle spielt. Das gibt es ja momentan gar nicht mehr und das ist schon echt gut. Mhm. Nun hat Kalle ja auch schon gesagt, du hast auch eine Trainervergangenheit außerhalb von St. Pauli und auch eine Spieler, Hessen Kassel, Uerding, Eichede, um da einige Stationen nur zu nennen. Aber so richtig lange warst du ja nie da. Warum? Ja, weil vielleicht im Fußball zählen Ergebnisse. Und es ist so, dass ich 6 Jahre bei St. Pauli war, danach mit Hessen Kassel hat das einfach nicht geklappt von den Ergebnissen her und es ist leider in den meisten Vereinen so, dass wenig Geduld aufgebracht wird, wie beispielsweise bei Schulle beim FC St. Pauli. Das war ja auch alles sehr eng von den Ergebnissen, aber man hat halt einen langen Atem gehabt und das ist nicht gewöhnlich im Fußball. Ja, und ich denke, das ist auch ein Grund. Gibt es irgendwas, auf was du im Nachhinein, wenn du jetzt auf die Profi, wenn wir jetzt mal vierte Liga als Profi nehmen, sowohl als Spieler als auch als Trainer, irgendwas, was du bereust, was du jetzt anders machen würdest im Nachhinein? Also es gibt immer irgendwas, was man im Nachhinein anders machen könnte oder würde. Das zeigt einfach auch das Leben und sowohl als Trainer als auch als Spieler. Ich habe damals, nachdem ich 3 Jahre beim FC St. Pauli gespielt habe, ich habe 3 Jahre da gespielt als Profi, hatte ich das Angebot, zu Hannover 96 zu gehen als Profi und ich habe mich dafür entschieden, mich rehabilitieren zu lassen. Habe dann 6 Jahre bei Concordia gespielt. Das hätte ich vielleicht im Nachhinein anders gemacht, aber schlussendlich, ich habe eine tolle Familie, ich habe eine tolle Tochter. Das ist dann das Ergebnis daraus eventuell. Und ich bin sehr zufrieden und glücklich mit dem, was ich momentan mache. Mhm. Kalle hat schon angesprochen, im Moment bist du bei Türkei in der Landesliga, aber davor warst du ja auch schon in der Oberliga aktiv. Wedel, die jetzt nun zugegebenermaßen keine Rolle mehr oder größere Rolle mehr in Hamburgs Amateurfußball spielen, aber ja immerhin doch HEBC ja auch, wo du ja auch warst. Was hast du für Erinnerungen an Wedel und Hebs? Ich fange mal bei Wedel an. Ich glaube, wir haben, als ich dort anfing, wir haben die erfolgreichste Rückserie gespielt, die Wedel jemals in der Oberliga-Zugehörigkeit gespielt hat. Wir waren nach dieser Rückserie, glaube ich, Tabellenzweiter. Und das war, wie gesagt, die erfolgreichste Serie, die wir je gespielt haben. Im Jahr danach wurde man auch dort dann irgendwann ungeduldig, obwohl wir das Halbfinale im Pokal erreicht hatten. Ja, bei HEBC war es, es ist mein Heimatverein, wie gesagt, ich spiele da nach wie vor in der Seniorenfußball. Da sind wir abgestiegen. So, ich hatte zwar verlängert, nichtsdestotrotz sind wir abgestiegen und der Verein hat sich dazu entschieden, etwas anderes zu machen. Schlussendlich ist da jetzt mein Nachfolger Özzi sehr erfolgreich, spielen sehr, sehr attraktiven Fußball, wie ich finde, und ist denen zu wünschen, dass sie das so hinkriegen, wie sie sich das wünschen. Ich hätte gern weitergemacht, aber so ist das Geschäft. Man muss man leben, wenn man Trainer ist. Übrigens in dieser Saison mit Wedel, was du gerade ansprichst, wo ihr dann ja auch noch die Klasse gehalten habt, da schuldet mir Jean-Pierre Richter, Trainer aus Dassendorf, bis heute einen Döner. Denn ich war der Einzige, der damals gesagt hat, dass die Klasse halten, obwohl alle anderen gesagt haben, die steigen sang- und klanglos ab. Also Johnny, wenn du das siehst, du darfst deine Wette gerne nochmal irgendwann, deine Wettschulden gerne nochmal einlösen. Das sind die wahren Fachmänner im Fußball, die hier in dieser Sendung sind. Ich bin nur Beirat. Wenn wir nochmal zum Sportlichen kommen, zu Türkei, Aufstieg dieses Jahr ist das Ziel, oder? Ich sag mal, wir sind in die Saison gestartet und mussten natürlich erstmal schauen, weil diese ganze Struktur, die dort jetzt herrscht, mit 3 Landesligen, mit 3 Wochen Punktspiel, 1 Woche frei, ohne richtig Rhythmus zu kriegen, das ist gar nicht so einfach zu handeln. Ja? Jetzt sind wir auf Platz 1, wir haben noch kein Spiel verloren, wir machen das sehr anständig im Moment und ich zahle gerne 5 Euro ins Phrasenschwein. Ne? Wir gucken trotzdem von Spiel zu Spiel, da sind ja auch noch Vereine, die
mit Sicherheit richtig gut Fußball spielen können. Ich glaube, ein Trainerkollege von mir kommt gleich noch dran mit Carsten Kober, aber auch Kosovo mit Daniel Sager, die spielen eine gute Serie und es kann in alle Richtungen gehen. Wir wollen oben dabei bleiben, das ist keine Frage. Mhm. Ihr habt ja jetzt aus von Concordia Michael Netzband bekommen. Schießt Tore am laufenden Band. Folglich ist er natürlich sehr wichtig für die Mannschaft. Ja, Michael ist in der Tat wichtig, aber wie gesagt, ein Einzelner ist ohne die anderen auch gar nichts. Und Michael hat schon eine besondere Qualität, gerade für diese Klasse, das ist zweifelsohne. Aber er ist auch abhängig von den anderen Jungs. Das ist ja Mannschaftsspiel. Genau, entscheidend ist, der Junge fühlt sich wahnsinnig wohl bei uns. Ja, das merkt man im täglichen, oder nicht täglichen, aber im Training, in dem ganzen Zusammensein. Man merkt ihm an, dass er sich wohlfühlt und das ist für ihn unglaublich wichtig. Knifflige Frage. Inwieweit kannst du als Trainer nachempfinden, dass Michael nun, ja, man kann ja schon fast bei Concordia vom Hof gejagt wurde? Ich sage nur, danke, Herr Pieper. Ja. Weil ich verstehe nicht, dass man so einen Spieler, der meines Erachtens auch Oberliga-Format hat, nicht mehr gebraucht. Aber er wollte wahrscheinlich auch weg, weil er nicht die Einsätze hatte. Verstehen kann ich es nicht, aber ich bin natürlich als Trainer von FC Türkei. Dankbar für dich war es ein Glücksfall. So für dich war es auf jeden Fall ein Glücksfall. Vielleicht wurde am B-Kamp auch zu viel geflutet. Wir wissen es nicht. Vielleicht finden wir es noch heraus im Laufe der nächsten Monate. Zum Abschluss übergeben wir unseren, oder haben die Gäste normalerweise die Wahl der Qual einer Kaffeesorte. Aber Heuge, anlässlich diesen neuen Cafés, Clochard, Kaffee mit Herz, der jetzt neu auf dem Markt ist und der Gutes bewirkt für die etwas weniger Glücklichen in unserer Gesellschaft, überreichen wir dir diesen Kaffee. Ich hoffe, du magst ihn und bedanken uns recht herzlich für dein Kommen und wünschen dir viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Aufstieg hier wieder. Ja, würde mich freuen. Vielen Dank, Michael Vogt. So, und jetzt gehen wir kurz in die Werbung, wie ihr das von uns gewohnt seid. Aber danach geht es natürlich nicht minder spannend weiter. Genau, dranbleiben, weil gleich kommt Carsten Kober, Ex-HSV-Profi und jetzt Präsident und Trainer vom SC Vorwärts Wacker Billstedt. Mein lieber Carsten, schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Wo soll man anfangen bei dir? Fangen wir bei der Karriere an. Du hast von 87 bis 96, glaube ich, beim HSV in der ersten Liga gespielt und warst einer der erfolgreichen Abwehrspieler. Du hattest ja den Beinamen Master of Creature. Ja, ist das richtig? Danke erstmal für die Einladung. Klar, ist mein Spitzname gewesen. Gab auch einen Fanclub, der sich dann danach gegründet hat. Also das war eine überragende Zeit, die ich überhaupt nicht missen möchte. Nee, du hast ja vor allem noch international damals da war noch gespielt, hast ja auch die ein oder anderen Erfolge mit eingefahren. Und so wie du hast ja angefangen in der Jugendzeit, glaube ich, schon bei HSV, ne? Ja, das war im Endeffekt so dieser Weg, den jeder haben möchte. Ich bin von Lübeck dann in der A-Jugend zum HSV gewechselt, bin viermal die Woche abgeholt worden, mit dem Transporter von Bad Schwartau nach Norderstedt gefahren worden und habe dann halt den Weg gemacht über die Amateurmannschaft zu den Profis. Also das war vorbildlich, gibt es heutzutage sehr selten beim HSV. Ja, aber gerade deswegen Frage, wie sehr, weil du verfolgst das sicherlich noch ein bisschen mit, ist ja ganz klar hier in Norddeutschland, wie sehr schmerzt sich das zu sehen, was in den letzten vier Jahren passiert ist, dass man also nicht mal den Aufstieg wieder schaffte, sondern erstmal den Abstieg und wie sehr schmerzt sich das? Ja, Schmerzen ist immer relativ, weil mittlerweile wiederholt sich das ja leider Jahr für Jahr. Für mich ist ein bisschen ärgerlich, weil Daniel Kuhn war ein guter Kumpel von mir. Wir haben in Osnabrück zusammen gespielt und ich hätte gedacht, dass man dem Trainer etwas mehr Geduld gibt. Aber ich bin da zu wenig drin, was da im Endeffekt zur Trennung geführt hat. Nur das ist im Endeffekt auch in der heutigen Zeit und jetzt einfach das Zauberwort beim HSV. Den jungen Spielern und auch dem Trainer mit seiner interessanten Spielvariante einfach mal ein bisschen Geduld geben und nicht immer jedes Jahr aufsteigen wollen, sondern einfach mal ein Jahr die jungen Spieler reifen lassen in der zweiten Liga und dann im nächsten Jahr absolut anzugreifen. Du hast nach deiner Profilaufbahn, warst du im Marketingbereich eines Handballvereins, habe ich gelesen.
Ja. Wie kam es dazu? Oh, mein Vater deine Heimatstadt natürlich. A, meine Heimat. B, hat mein Vater genau ein Handball-Bundesligaspiel für diesen Verein gemacht, für den VfL Bad Schwartau. Und deswegen bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Das war dann okay, aber mein Weg ist dann im Endeffekt anders gewesen. Ich habe mich dann selbstständig gemacht, habe eine Versicherungsagentur gegründet, die ich jetzt immer noch betreibe und bin dann vor 10 Jahren bei Vorwärts Wacker mit reingerutscht. Inzwischen bist du ja, wie du schon sagtest, wieder beim Fußball und mittlerweile Präsident und zwangsläufig auch Trainer jetzt wieder beim FC Vorwärts Wacker Billstedt. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt Trainer wurdest? Ja, das war überhaupt nicht mein Ansinnen, aber... Ich weiß. Was hat dazu geführt, dass der damalige Trainer ausgeschieden ist? Wir haben ja, auch unter deiner Riege, unter deiner Regie als Präsident. Ich habe ja 5 Jahre im Nachwuchs bei Vorwärts Wacker schon gearbeitet als Nachwuchskoordinator. Und da haben wir natürlich nur eine Vision gehabt, dass wir es irgendwann mal schaffen, nicht 2 A-Jungspieler in die Liga hochzuführen, sondern 8, so wie wir es diese Saison geschafft haben. Es sind noch A-Jungspieler, die können noch in der A-Jugend jetzt spielen, sind aber schon im Ligabereich damit tätig. Und das ist einfach unser Projekt. Und wenn man dieses Projekt nicht so begleitet, wie wir das vorgeben, dann muss man sich eben mal trennen, egal ob es der 3. Spieltag ist oder der 1. oder der 10. Und dadurch, dass ich die Spieler mehr oder weniger am Herzen habe, da sind schon Spieler dabei, die ich 3, 4 Jahre betreue, war das selbstverständlich, dass keine neue Person von außen die Mannschaft übernimmt, sondern meine Person mit einem sehr, sehr kompetenten und coolen Trainerteam. Nun ist es bei euch bei den Heimspielen, das funktioniert ja wohl auch ganz gut. Und ist das jetzt eine Interimslösung, du als Trainer, oder ist das erstmal auf Sicht so geplant? Ja, grundsätzlich finde ich immer, wenn man Fristen setzt, man macht das bis Winter, man macht das bis Sommer, erzeugt man immer Druck. Und das Gute ist, wir arbeiten mittlerweile mit ganz, ganz vielen jungen Leuten und diese jungen Leute können gar keinen Druck vertragen, die brauchen das auch nicht. Wir gehen jedes Spiel ganz locker rein in die Saison. Unsere Zielsetzung war 1-stelliger Tabellenplatz, heißt von 1 bis 9 liegen wir gut. Da liegen wir voll mittendrin, so wie es sein soll. Gut, nun hast du ja nun als Präsident des Vereins auch den ganzen Verein. Ihr macht ja nicht nur Fußball. Ne? Hast du das Ganze? Wir machen auch Boxen. Ja, wir kommen langsam wieder vorwärts. Ja, ich weiß. Und das ist ja natürlich so eine Geschichte. Auf der einen Seite bist du als Trainer da voll fokussiert auf den Fußball. Auf der anderen Seite hast du natürlich als Präsident die Pflicht, denn hier die Gesamtinteressen des Vereins zu wahren und hier, und wie du schon sagst, nach vorne zu bringen, das Ganze. Und wie koordinierst du das? Wie läuft das so? Na gut. Weil als Trainer muss man ja auch eine Menge Zeit investieren. Grundsätzlich ist das immer eine schöne Fahrtstrecke, 6-mal die Woche von Norderstedt nach Billstedt. Ja. Aber das ist okay. Ich habe meiner Frau jetzt einen 3. Hund gekauft. Die ist beschäftigt und das ist das eine. Aber auf der anderen Seite haben wir unser Team, unser Vorstandsteam und auch das Trainerteam auf absolut viele Schultern verteilt. Und das ist ganz wichtig. Ich kann mich bei meinem Team nur bedanken. Es arbeitet sowohl im Fußballbereich hervorragend zusammen. Das ist eine sensationelle Zusammenarbeit. Wir arbeiten also so ein bisschen trainingsmäßig mit ein bisschen Felix Magath-Philosophie, aber auf der anderen Seite mit den Spielern mit einer absolut flachen Hierarchie. Also wir nehmen die älteren Spieler mit rein, die erfahren im Amateurfußball sind, besprechen mit ihnen die Spielpläne, bereiten die Spiele vor. Und ärgerlich, dass das Spiel Sonntag gegen Jörn, gegen Türkei ausgefallen ist, weil wir waren top vorbereitet und hätten im Endeffekt das i-Tüpfelchen setzen können. Also wir haben gegen die Tabellendritten 4-0 gewonnen, gegen den Zweiten 3-0. Jetzt ist leider das Spiel beim Ersten hat nicht stattgefunden. Ne? Gut, nun häufig sagt man ja so, wenn man viele Spiele, junge Spiele einsetzt, dass man sagt, ja, es ist kein Geld da. Ist das bei euch so der Fall oder ist das eine andere Philosophie, die du ja schon angedeutet hast? Nein, wir sind einfach mit den jungen Spielern dabei, die weiterzuentwickeln, dass wir die dann irgendwann an einen höherklassigen Verein abgeben, ist ganz normal. Also wir haben da wirklich 2, 3 richtig gute Junge dabei, die dann aber natürlich auch mal einen Fehler machen dürfen. Und gerade du hast das angesprochen, zu Hause haben sie die breite Brust. Da sind sie stark, da sind sie auf ihrem heimischen Kunstrasen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel nach Altengamme fahren oder zur ASV, da geht es dann ein bisschen mehr auf die Hölzer und das ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Und das ist dann halt der Lernprozess, den wir machen müssen, den wir auch machen. Und in der Rückrunde sieht das dann schon wieder komplett anders aus. Billstedt hat ja nun ein paar Mal schon in der Oberliga gespielt. Und glaubst du, dass es wieder funktioniert, den Aufstieg zu schaffen? Nee, für uns ist wichtig, dass das nicht so passiert wie die letzten Jahre, als man in der Oberliga gespielt hat, dass man so als Durchgangsstation im nächsten Jahr wieder abgestiegen ist. Und darauf arbeiten wir hinaus. Und deswegen geben wir den jungen Spielern auch keinen Druck mit an die Hand, sondern lassen die einfach entwickeln, lassen die reifen, hoffen, dass wir die auch für nächste Saison halten können. Und dann
haben wir auch eine starke Oberligamannschaft, wenn wir dann den Aufstieg schaffen sollten. Aber der ist jetzt nicht dieses Jahr geplant. Plan gibt es bei uns gar nicht. Die einzige Vision ist, junge Spieler in die Liga mit zu integrieren und darum geht es nur. Aber muss ja ein bisschen muss man schon planen, das ist ja auch für die Sponsoren, das ist ja nicht ganz uninteressant, die ganze Geschichte, dass man schon versucht, oben mitzuspielen. Und denn jeder Sponsor möchte natürlich auch Sponsor eines halbwegs erfolgreichen Vereins sein. Ne? Und man kann das ja nicht so einfach abtun, sondern wir spielen einfach, weil Fußball die schönste Nebensache der Welt ist. Sondern hier sind ja viele Leute, guck mal, deine Zeit alleine, du sagst schon 6-mal die Woche, wirklich vom anderen Ende der Stadt in das andere Ende zu fahren. Und als Familie, und da muss doch etwas bei rumkommen auch. Ja, aber wir machen das ohne Druck. Wie gesagt, wir arbeiten von Jahr zu Jahr. Wenn es dieses Jahr mit dem Aufstieg nicht klappt, klappt das vielleicht nächstes Jahr. Gut. Wie gesagt, unsere Vision ist einfach, die jungen Leute in die Liga zu integrieren. Je mehr, desto besser. Wir haben im A-Jugendbereich eine Mannschaft, die jetzt in die Regionalliga aufsteigen kann. Wir haben im C-Jugendbereich seit 3 Jahren eine Regionalliga-Mannschaft. Wir haben eine ganz starke B-Jugendmannschaft. Und so sind wir für die nächsten Jahre vorbereitet. Dass nicht nur einmal diese 8 Spieler in die Liga kommen, sondern Jahr für Jahr. Und das ist einfach das Projekt des Vereins. Ja. Dann wünsche ich euch, dass es so erfolgreich wird, die ganze Geschichte. Ne? Danke, das wird erfolgreich. Ja, prima. Und was habt ihr denn sonst noch im Verein an Sportarten, die auch nach oben kommen könnten? Oder wo es irgendwelche Leute gibt, die herausragen? Nehmen wir zum Beispiel Boxen oder sonst was. Oder ist das nur rein Nein, Boxen? Nein, Boxen ist bei uns auch eine Sparte, die wächst, absolut. Wir haben auch eine Tischtennissparte, das ist auch in Ordnung. Aber wie gesagt, entscheidend ist bei uns die Futsal und Fußballsparte, weil wir sind ja auch Gründungsmitglied der Futsal-Bundesliga und die Wacker Eagles schlagen sich da gut, haben jetzt gegen den deutschen Meister ihr erstes Spiel gewonnen und wir hoffen, dass wir auch dort... Du meinst American Football? Nein, Futsal. Futsal? Ja, das ist Futsal. Das ist dieser tolle Hallensport ohne Außenlinien, wo immer eingerollt und eingeschossen wird und ja, lade ich dich gerne mal ein nach Wilhelmsburg oder nach Neugraben, wo unsere Mannschaft spielen muss. Gerne, das gucke ich mir an. Das ist ganz spannend, ja. Und wie viele Leute spielen die? Auch mit 11? Nein, die spielen mit deutlich weniger. Ja, ich bin da völlig neu in diese ganze Geschichte. Weil das weiß ja jeder, dass ich vom Fußball keine Ahnung habe. Darum habe ich auch gar keine Probleme, da nachzufragen. Immer gern, überhaupt kein Thema. Ja. Bist du gern willkommen? Also wie viele Leute spielen da? Grundsätzlich spielen da 5 plus ein Torwart. Ganz kleine Dörfer, überwiegend über Deutschland verteilt, ob Weilimdorf oder Hot 05 oder Mainz. Das sind ganz spannende Spiele und ganz spannende Mannschaften. Also ich kenne es ja manchmal in der Winterpause, dass so Profivereine so ähnliche Sachen machen. Ne? Ja. Aber ihr spielt das ja aber offensichtlich die ganze Saison über, oder wie? Das läuft fast die ganze Saison über, ja, das stimmt. Es gibt eine Futsal-Bundesliga, jetzt in diesem Jahr das erste Mal und Siehste? Wir sind dabei. Mit zwei im Hamburger ersten Jahr die Bundesliga ist, woher soll ich das kennen? Mit zwei Hamburger Truppen. Einmal die Hamburg Panthers, die über den HSV laufen und einmal die Wacker Eagles, die über... Vorwärts Wacker laufen. Warum gibt ihr euch denn so amerikanische, das ist ja nicht mal nur Englisch, sondern so amerikanische Namen? Eagles, Panda, das ist ja, wow, Power. So. Wie kommt das? Beim FC Wacker Vorwärts Pilz steht, das ist so bodenständig Hamburg, hanseatisch. Ja, aber das ist immer so der Kick. Das passt. Das schon. Ist so das. Ja, Ganze. Na klar. Deswegen kam ich natürlich auf die Idee mit American Football, weil da ist es ja auch ähnlich. Nee, leider ne? nicht. Da haben wir die Huskies, ist ja so ähnlich. Ja, naja. Guck mal, ich habe hier die Merlins auf meiner Brust, das ist wie aber mehr Basketball. Das sind die Basis. Habt ihr das auch Basis bei euch? Nee, ne? Nein. Nee, ne? Welche Sportgruppen habt ihr neben Boxen und dieses Futsal? Wie gesagt, das ist dann noch Tischtennis, ein bisschen Gymnastik und dann wird das schon eng. Dann wird es eng, so. Und habt ihr im Tischtennis irgendwie ein paar Spieler, die so bundesweit mitspielen können? So? Nein, nee. Wir machen das alles. Also rein, das ist rein amateurmäßig. Genau. Also ist dann doch der Fußball ist der Bereich, der ausgebaut werden soll, wo ihr junge Spieler aufbaut, die ihr dann verkaufen könnt, ein bisschen Geld bekommt oder euch in die nächste Liga führt. Wo wir jetzt auch eine Mädchenmannschaft haben, das erste Mal, und da ist auch Riesenzulauf. Ja, Frauenfußball hat sowieso einen großen Zulauf drin mittlerweile. Absolut, und gerade an so einem interessanten Standort wie Billstedt, geht das richtig gut zur Sache. In Hamburg ist jeder Standort interessant. Ja, ne? Absolut, klar. Aber Billstedt ist natürlich immer etwas besonderer Standort. Billstedt ist etwas besonderer Standort. Für die Leute, die Hamburg kennen, weiß man, Billstedt, das ist, wird nur noch getoppt von den Hamburg, von den Barmbeker Briten. Ne? Die ganze Geschichte. Ja, und was gibt es sonst so, was du in deinem Leben, weil du hast ja natürlich als langjähriger Fußballprofi, hast du ja auch bestimmte Vorstellungen gehabt, und wie geht es danach weiter? Zu deiner Zeit hat man noch nicht so geplant wie die heutigen, ne, die also schon, bevor sie überhaupt den ersten Ball getreten hat, Millionenverträge kriegen. Nein, bei mir ist es so gewesen, dass ich dann in die zweite Liga gewechselt bin, zu Hertha BSC.
Hab dort in der zweiten Liga meinen besten Vertrag gemacht. Das ist ja, glaube ich, aufgestiegen sogar. Ja, wir sind auch aufgestiegen, das war alles gut. Ja, ja, in die erste Liga. Hatte mich leider nur ein bisschen vertragsmäßig verpokert, aber das ist dann die Frage, die wir vorhin schon hatten. Ne? Was macht man anders? Ja, aber das ist klar, das ist so passiert. Ne? Genau. Das war noch ein bisschen eine andere Zeit, 87 noch. Ne? Da hat man schon richtiges Geld verdient. Ne? Das war schon aber noch. 87 habe ich angefangen mit 4.000 D-Mark brutto als erstem Gehalt. Naja, also wir können hier offen reden. Man muss sich das mal vorstellen. Ne? Ja. Und was war dann, weil du sagst, der beste Vertrag, was war es bei Hertha, wenn wir offen reden? Ja, hat gepasst. So offen dann auch wieder nicht. Nein, gibt es ja Probleme mit der UFA, die Sponsor war und so weiter. Das ist schon völlig klar. Nein, und nach meiner Karriere habe ich mich nochmal auf die Schulbank gesetzt. Habe Kaufmann für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft gelernt, habe dann Versicherungskaufmann gemacht. Und dementsprechend jetzt auch die Agentur, die ich seit 20 Jahren führe. Ja, also da bist du abgesichert, ne? Bodenständig. Abgesichert als Team, sage ich immer. Ne? Ich nehme meine Frau genauso mit ins Team auf der einen Seite, wie mein Trainerteam, wie auch mein Vorstandsteam. Ja. Das ist immer wichtig. Ja, nein, ich rede jetzt von deiner beruflichen Existenz. Ja. Das meinte ich, ne? Die ganze Geschichte. Ne? Ja, Mensch, das ist eine ganz tolle Geschichte mal gewesen. Mal in Bundesliga-Profi, dabei. Man hat ja nicht so ein, zwei Spiele gemacht, sondern 9 Jahre beim HSV, das ist schon eine Hausnummer. Ne? Weil das war ja damals immer noch eine der ganz, ganz, ganz großen Vereine gewesen zu dieser Zeit auch. Ne? Auch wenn man da nicht vielleicht die Meisterschaft eingefahren hat, aber man hat immer oben mitgespielt. Und der Gedanke, jemals abzusteigen, der war so absurd. Wer hätte gedacht, dass Frau Baerbock Außenministerin wird? Ja. Das ist Ähnliches so. Und, ja, aber das ist, damals war es anders. Also wenn ich Derby gespielt habe gegen St. Pauli, es gab gar keine Niederlage. Ich habe 7 Derbys gespielt, nicht eine Niederlage, weil dann konntest du nicht mehr zum Bäcker, dann konntest du nicht mehr zur Tanke, dann konntest du nicht mehr zum Edeka, weil dann hast du immer Mecker und Theater gekriegt. Und deswegen haben wir da auch nicht verloren. Nee, deswegen, ich sage, das war eine ganz, ganz große Zeit, die du da gespielt hast, sehr erfolgreich für den HSV. Und dass du dann jetzt so sehr dich für einen, sag ich mal, kleinen Stadtverein engagierst, das ist sehr lobenswert. Das finde ich toll, dass es sowas gibt. Weil das ist auch, glaube ich, was die jungen Profis, die jungen Spieler, dann auch motiviert, Fußball zu spielen und sagen, okay, da kommt einer von ganz oben und setzt sich hin und macht für uns den Trainer. Das finde ich eine tolle Geschichte, weil das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine tolle Motivation für diese jungen Leute ist. Und das ist ja wichtig heute. Verstehst du, jeder, der von der Straße wegkommt und Sport macht, egal ob Fußball, Footloose oder Tischtennis oder Gymnastik, ist ein Gewinn, weil er kommt dadurch in der Regel weitaus weniger mit Drogen in Berührung. Und das alleine schon, das ist die halbe Miete und dafür sollte der Staat normalerweise jeden Amateurverein richtig unterstützen, anstatt das Geld woanders hinaus zu pulvern. Ja, das ist ja auch das Projekt des Gesamtvereins. Ne? Okay. Wir haben mittlerweile 38 Fußballmannschaften bei einem Trainingsplatz. Das ist schon sensationell. Ja. Wir kommen zum Abschluss. Okay. Wir haben, wie gesagt, heute keine Wahl der Qual, sondern es gibt diesen tollen Kaffee, der hier Clochard. Und ich hoffe, er munde. Auf jeden Fall. Und ich freue mich, dass du da gewesen bist. Und recht herzlichen Dank. Danke, klasse. Okay? Gut, bis dann. Okay. Ciao. So, das war's jetzt erstmal. Und natürlich auch zum Ende des Jahres darf unsere Rubrik Kalles stille Helden nicht fehlen. Und auch da wird heute wieder jemand geehrt, der sich ganz besonders in einen Verein eingebracht hat. Bitteschön. Ja, moin. Ich möchte hier kurz die Zeit nutzen, um mich bedanken bei 1, 2, 3 Leuten, die mir so in meinem Fußballerleben begegnet sind. Das ist einmal Anton Buchauer, der 1987, 88 beim Aufstieg in die damalige Verbandsliga mit HEBC uns die Waden und Oberschenkel geknetet hat. Das war großartig immer, Anton. Und zurzeit habe ich einen Zeugwart beim FC Türkiye, der heißt Tommy Klock-Son. Der kümmert sich, wie gesagt, um die Klamotten, um die Trainingsklamotten, um die Klamotten fürs Punktspiel. Und ja, auch dir, mein Lieber, vielen Dank. Du machst das großartig und mach weiter so, damit wir ohne Probleme uns im Rasen wühlen können. Vielen Dank. Unsere 47. Ausgabe Kalles Halbzeit im Verlies ist nun vorbei. Wir nähern uns der 50 und wir hoffen natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Wir hatten in den letzten Monaten verschiedene Gäste, teilweise sehr interessante. Und deshalb gibt es in der nächsten Ausgabe von Kalles Halbzeit im Verlies ein kleines Best-of aus den vergangenen Sendungen. Abschließend möchte ich sagen, das gesamte Team wünscht euch ein angenehmes Weihnachtsfest im Kreise der Familie und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Musik
Alles Halbzeit wird präsentiert von Partyhelden, dein Partyausstatter in Hamburg.